Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Titan Quest. Ja, im letzten Part haben wir die Hand des Grauens gefunden und auch der Stab des Khufu. Wo müssen wir den abgeben? Ich habe echt keine Ahnung. Ja, okay. Okidoki. Ja, wahrscheinlich müssen wir den erst später abgeben. Ist jetzt aber auch egal. Wenn nicht, gucke ich einfach mal offline nach, wo wir den abgeben müssen. Geht mir mal alle aus dem Weg. Oh oh. Shit! Und wenn ihr, solltet ihr jetzt gleich ein bisschen Regen oder sowas hören? Das Mikrofon ist jetzt echt gerade hier beschissen as fuck. So, nicht draufgehen deswegen. Auf jeden Fall solltet ihr jetzt ein wenig Regen oder Donner hören. Blitze könnt ihr ja nicht sehen. Aber solltet ihr das hören, dann liegt das daran, wie gesagt, es regnet, also Blitz, Regen oder Donner, natürlich weist es auf Regen an, aber würde ich sagen, dann liegt das daran, dass es bei uns schon tagelang einfach nur regnet. Tagelang regnet es abends. Supi! Ja, das liegt daran, dass ich jetzt abends aufnehmen muss, weil ich davor keine Zeit hatte. Weil ich davor das Guitar Hero für mein Chester Bennington Video aufgenommen habe. Ja, ihr wisst ja. Ihr habt das wahrscheinlich gesehen. Und ja, das war jetzt ein bisschen außerplanmäßig, aber es musste einfach sein. Ich musste es einfach aufnehmen, es war... Ja, ihr habt das Video ja gesehen und da habe ich ja eigentlich alles schon erklärt. Also von dem her. Ja. Ich hoffe mal, euch hat das Video jetzt trotzdem gefallen. Auch dass es so außerplanmäßig war und jetzt nicht so gut geschnitten war. Eher so standardmäßig, würde ich sagen. Aber ich lerne das Ganze ja noch. Oh. Na super. Gleich zu Beginn des Parts wird mein Steintyp getötet. Und schreibt mir endlich mal Namen für meinen Steinmenschen in die Kommentare. Ich will ihn, wie gesagt, nicht immer Steintypi nennen. Der Steinheini. Ja, da habe ich bis jetzt noch nichts bekommen. Also schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr als Name wollt. Alles gut. Also dann werden wir für den Rest des Let's Plays noch einen Namen finden, also für insgesamt drei Welten. Das ist schon noch ein ganzes, oder schon noch ein Stückchen hin. Und ja. Mal sehen, ob ich danach mit Assassin's Creed anfange, euch zu Let's Playen. Das werden wir mal sehen dann. Müsste ich mal schauen, wie ich das Ganze mache, also... Xbox Let's Plays sind echt sehr zeitaufwendig. Ich hab's heute gemerkt, wo ich das aufgenommen habe. Ich hab's einfach echt gemerkt, es war einfach echt so... So broke. Also was heißt broke? Es war einfach so... So komisch, so... Ja. Echt weird. Oder was heißt weird? Es war schwer und anstrengend. Vor allem nebenher Guitar Hero zu spielen, während man aufnimmt. Ja, yeah, das war wirklich harte Arbeit, aber
Ich glaube, ich weiß jetzt, wie man Assassin's Creed mit Controller spielen kann am PC. Von dem her sollten wir das tun. Und ja. Das heißt also, dann werden wir wahrscheinlich nach diesem Spiel hier erstmal Arcania ein paar Parts weiterspielen. Wir werden davor schon Arcania weiterspielen, aber erstmal schauen wir, welche mit Arcania sind, und dann, wenn wir weit genug sind, sollten wir auch ich gehe jetzt nicht in die Höhle da rein. Ich habe einfach jetzt keinen Bock, in die Höhle reinzugehen. Aber wobei, doch, wir gehen. Ja. Ja, aber dann werden wir auf jeden Fall schauen, wie weit wir mit Arcania sind und ob wir noch ein zweites Projekt anfangen können. Und dann entweder wird es Assassin's Creed oder ein anderes Let's Play. Ich weiß es noch nicht. Aber nur so viel dazu. Ah, da bin ich einfach so spontan drauf gekommen. Also werden wir erstmal schauen, dass wir heute so viel wie möglich von dieser Welt hier abschließen können. Wie gesagt, die Nebenaufgaben ignorieren wir gekonnt. Die mache ich dann irgendwann mal. Wenn ich Bock auf die habe, aber ich habe so mächtig gar keinen Bock auf die. Weil ich einfach keine Ahnung mehr habe und einfach auch nicht wirklich viel gefunden habe davon. Also, ja. Es hat uns nicht viel gebracht. Also die Nebenaufgaben anzunehmen hat uns nicht viel gebracht. Genauso wenig wie uns diese Höhle hier gebracht hat. Hier sind nur ein paar Kreaturen, die wir so ähnlich in der nächsten Welt auch antreffen werden. Eigentlich nur eine kleine Spoilerhöhle. Yay! Spoiler! Jeder liebt Spoiler! Nicht. Und wobei die Viecher, wenn man ein Monster gespoilert bekommt, ist das ja egal. Naja, man kann nur so raten, wo man hin muss. In der nächsten Welt. Ich hoffe mal, ihr könnt es... Ich weiß nicht, ob ihr das erraten könnt, aber ich hoffe mal, dass man das erraten kann, könnte. In Gizeh ist kein Händler, ab nach Feierabend. Ich will einfach nur Tränke kaufen. Mehr will ich nicht. War das jetzt gerade im Spiel oder war das jetzt draußen, ein Donner? Nein, das war draußen, okay. Waffen, Rüstung, hab ich gerade schon gewundert, aber ja. Bögen und Stäbe. Was darf es sein? Was darf es sein? Lass das. Genau. Bitte. Danke. Der untere Nil. Warte mal. Yo. Vom unteren Nil kommen wir dahin. What the fuck? Das ist mir noch nie aufgefallen. Das... Ich habe noch nie so intensiv drüber nachgedacht. Aber what the fuck? Ägypten ist richtig seltsam aufgebaut. Zumindest hier, was die Portale angeht und was das Reisen zu Fuß angeht. Es ist... Oh mein Gott. Es ist so seltsam. Ja, einfach zwei Nilrouten. Der Nil ist ja auch so ewig lang. Von dem her. So. Aber eigentlich ist doch am oberen Nil diese Abzweigung. Ach. Was denke ich darüber noch nach? Wow. Was denke ich darüber noch nach eigentlich? Einfach sehr komisch. Komm, also einen wirst du doch wohl alleine besiegen. Einen, habe ich gesagt. Yay, er hat's geschafft. Alleine. Na gut, mit meinem Feuerring zur Hilfe, aber das ist egal. Ein Kriegsbogen. Dazu sage ich einfach mal... Nein. Nein, wirklich nicht. Oh mein Gott, wie stark regnet das jetzt draußen. Es fühlt sich an, als wären wir hier im Herbst. Und hier bei uns regnet es sowieso nicht so viel. Es ist Stuttgart. Wir sind in einem Kessel drinne. Ja.
Yay! Klimawandel! Over 9000! Ja gut, nicht ganz, aber... Over 5000! Das würde auch ansatzweise passen. Bitte, Trump, förder keine Kohle, das kommt uns allen schlecht. Fuck. So, sind wir eigentlich, aber sind Level abgekommen. Okay, dann werde ich noch einmal warten. Bis wir 9 oder mehr Punkte haben, oder ich würde sogar mehr warten. Also, am Ende von Ägypten werden wir dann wieder hochleveln. Uns. Aber bis dahin sollten wir auch eigentlich genug hochgespielt sein. Denke ich mal, ich nehme jetzt mal das gelbe Zeug mit, weil wir doch einige Tränke brauchen. Denke ich mal zumindest, dass wir noch einige Tränke brauchen. Feuerball! Ha! Also so geht's auch! Dass es so schnell gehen kann! Ah, wir sind jetzt in Theben! Theben, da haben wir doch unser Schild her. Nee. Wir haben gar nichts von Theberzeug. Das war, glaube ich, mein anderer Charakter, der Theberzeug hat, oder? Ah, ich weiß nicht. Da hatte ich oft was von Theberzeug. Ihr stirb. Und ihr alle gleich mit. Ich hab gedacht, da hat was Bing gemacht. So wie eine Scheibe halt. So clear. Nicht Bing. Clear ist das. Ah, die können wir den Modus nicht nehmen. Gut zu wissen. Ja, erstmal trinken. Trinken nicht vergessen, trinken ist gut. Die hässlichen Insekten. Aber für die Spinnen waren sie wirklich zu faul, eine neue Rasse einzuführen. Weil die auch zu den Insektoiden zählen. Obwohl es keine sind und ich habe eine Nachricht in Skype bekommen. Ah, die Person kann jetzt wohl warten. Ja, die Person kann jetzt wirklich mal warten. Ich habe die ganze Zeit auf diese Person gewartet, jetzt kann sie auf mich warten. Egal, was kriegen wir? Kohle, Kohle und ein Trank. Yeah! Ja, wir sind auch bald ein Level up. Ich sag jetzt immer Level up. Scheiß drauf, Scheiß drauf, wenn das hier Stufe heißt. Hier, mach du mal die Geister fertig, ich kümmere mich darum. Das war ja keine so schwere Arbeit, Aufgabe für ihn. Arbeit, Aufgabe, beides dasselbe. So, hier die große Kiste. Fucking lame. Wir kriegen nie irgendwas Gutes gerade mehr raus. Ganz Ägypten, oder fast ganz Ägypten haben wir nichts gekriegt. Wow. Nur diesen blöden Bogen, der nicht mal stark ist. Was hat uns das Ganze also gebracht? Nichts. Einfach rein gar nichts. Voll der Scheißdreck ist das hier. Meine Güte. Was soll denn auch das? Bisschen schwäbisch, muss auch mal sein. Ja, ein bisschen kann ich. Ein bisschen kann ich schwäbisch. Aber nicht viel. Da ich es oftmals... Ja. Da es oftmals kaum jemand verstanden hat. Erst wollte ich nicht sprechen, dann hat es kaum jemand verstanden. Und dann habe ich es wieder gelassen und mir nur so halb antrainiert. Folgten mich da. Ich dachte, du wärst schon tot. Ah. Yay, Knete! Über 600.000! Dann würde ich aber auch sagen, beim nächsten Brunnen machen wir mal einen Stopp hier. Soll nur so ein kleiner Part werden, den werde ich euch auch heute noch hochladen. Na, ich versuche es, dass er heute noch kommt. Eine Kiste voller Nichts. Wow. Habt ihr das schon gesehen? Eine Kiste voller Nichts. Das ist ja mal was ganz Neues hier in Ägypten. Völlig neu.
nicht. Genug der Ironie heute. Yeah. Okay, dann wieder raus. Egal, was dir noch kommt, einfach raus. Na, auch wenn wir es jetzt nicht mehr schaffen, uns hoch zu leveln. Ich sag das jetzt so. Ja, so. Dann raus und zum nächsten Brunnen gehen. Zumindest versuchen wir es mal. Ich weiß nicht, wo der nächste Brunnen ist. Keine Ahnung. Gar keine Ahnung. Ja, der sollte noch ein Stück hin sein. Denke ich mal. Ja. Das haben wir auch hier noch nicht bekommen in Ägypten. Geld. Oh mein Gott, was wollen die von mir? Könntet ihr mal euch verdünnisieren? Oh wow. Ja, ein Energietrank. Die kriegen wir seltener hier. Das ist mal was Feines. Oh man, es regnet immer stärker hier. Es fühlt sich an wie... Ja, als würde irgendwas gleich hier kaputt gehen. So vom Regen oder so. Vom Regen, von den Blitzen würde hier gleich irgendwas kaputt gehen. Also sorry, wenn ihr das hören solltet in dem Part. Versucht das so gut es geht zu übersprechen. Aber das ist wirklich... Zurzeit ist es wirklich nicht mehr feierlich. Leider keine Ehrung für den Regengott hier. Das kann ich auch nur sagen, weil wir hier in Ägypten sind und die mehrere Götter haben. In Ägypten bräuchten die jetzt sowas. Da wäre so ein Regen cool. Ah, nicht für den Nil, aber für alles andere. Ah, wir müssen hier noch ein paar schnetzeln. Da oben kommt schon wieder eine coole Waschklaue. Yay! Ja, ja, ich Schweinebacke. Da ist noch ein Wolf. Guck mal ab. Geh mal sterben, du Wolf, du. So, also in diese Höhle gehe ich jetzt nicht rein. Da könnt ihr mich alle mal. Wie weit ist es denn noch? Der nächste Brunnen erst in der neuen Stadt? Ich hatte ja keine Ahnung. Habe ich aber auch gesagt, gerade eben erst. Aber dass ich sowas von keine Ahnung hatte, so viel. Ich habe gedacht, ja, dauert ja noch, aber so. Heil mich mal schreien, du. Ja, yeah, so schnell kann es gehen. Und wir haben blauen Schlau gelöst. Nein, wir haben nur die Feinde getötet. Oh, hier ist noch ein Lagerheini. Lagerfuzzi, da muss ich nicht mehr zurückreisen. Oh mein Gott, tut es gut. Ja, dieser Donner ist hier etwas. Ja, und da ist schon der nächste. So wie bei den Gegnern hier. Hier sind schon die nächsten. Die blöden Reptilien. Alligatoren, Krokodile, was auch immer ihr seid. Ich kenne mich damit mit dem Unterschied von Alligatoren und Krokodilen nicht so aus. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr euch auskennt, was das für welche sind. Ob jetzt Krokodile oder Alligatoren. Reptilien halt. Meine Güte. Ich wollte es einmal richtig sagen, aber ich kann es nicht. Lieber sterben. Nein! Ihr habt meinen Steinheini getötet!
Okay, jetzt mal sterben. Blödes Reptil. Ja, mach mal hinne. So, ist gut. So, und da sind gleich zwei Brunnen. Wir brauchen bloß einen. Tempel des Seed. Naja, eigentlich sind wir in Theben, aber... gut. Magierrüstungen, Stäbe, Tränke. Kaufe oder gehe, aber lungere nicht herum. Ja. Ist mir ein Vergnügen. Ah, oh, ne, das ist nur ein Blitztypi. Ah, da ist der Lagerheini. Lagerplatz? Karawanenlagerung? Yay, unsere erste Scheibe mal wieder fertig. Hier haben wir einen Haufen Scheiben, warte mal. Ich wusste doch, da war noch was. Da noch was ist das? Ach, ist das Tapferkeit. Nein. Nein, 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 nein. MS2 Wort. Ich Trottel. Ich wollte gerade sagen, wir haben erst zwei Wolfsklauen. Nein, wir haben vier. Bitte uns nur noch eine. Ey. Also. Und ich sag, wir haben nicht genug Lagerplatz. Wenn man natürlich so alles übersieht, dann ist das wohl klar, dass man nichts zusammenbekommt. Upsi, Entschuldigung, mein Fehler. Und das da genauso. Ah, ich muss mal ein bisschen... halt. So rum. Vielen Dank. Ach so, da ist noch ein Schild drin. Aha, wir haben das vergessen zu verkaufen. Vorsicht mit diesem Stab. In Ordnung. Aha, aha. Ja, da geht's nicht rein zum Portal. Haben wir hier überhaupt ein Portal? Ich glaube, wir haben ja eher da. Gut, weil dann würde ich nämlich sagen, dass wir... okay, von Aufgabe versiegelt, da müssen wir erst auf die... ach, die Toten. Ja, ja. Geh mir nicht auf den Senkel. Der, den Sie einen Telkine nennen, ist hier durchgekommen. Als er kam, flohen wir alle, denn wir waren Feiglinge. Aber unser Oberpriester Nebkemi stellte sich vor den Schreckenszauberer. Mit hoch erhobenem Stab und ausgestreckten Armen bekämpfte er ihn. Jedoch wendete der Telkine den Zauber gegen Nebkemi. Unser mutiger Oberpriester wurde verändert, völlig umgeformt. Er ist nun einer von ihnen. Ah, okay, das war diese Aufgabe. Ja, gut. Die können wir auch noch erledigen, glaube ich. Ich glaube, ich weiß, wo die ist. Wenn nicht, dann... ups. Ja, aber dann gucke ich einfach nach, weil die werden wir dann schon erledigen. Wir wollen ja schon einiges machen hier. Aber ich würde sagen, das war's auch erstmal. Wir sind jetzt in die neue Stadt gekommen, haben eine neue Aufgabe bekommen. Und wir wissen, dass der Terkine einfach hier durchgegangen ist und dass wir einfach da weitergehen müssen. Wussten wir davor auch schon, aber ja, jetzt hat der es uns nochmal gesagt. Und dann würde ich sagen, bewertet dieses Video, kommentiert fleißig und schreibt mir auch einen Namen für unsere magische Kreatur. In den Namen. In den Namen, ja. Schreibt den Namen in den Namen. Mhm. Schreibt den Namen in die Kommentare. Ich werde jetzt erstmal das Video hier rendern und hochladen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao Leute!